Arcane. Jetzt, da die Behemoth repariert ist, müssen wir sie voll tanken. Und glauben Sie mir, sie hat mehr Durst als eine Mannschaft. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass feindliche Tankerkonvois durch diesen Asteroidengürtel unterwegs sind. Sie müssen mindestens 3 dieser Tanker außer Gefecht setzen. Unsere Flotte wird durch diesen Jump Point in den Gürtel eindringen. Die Behemoth fliegt mit einer Verzögerung von 4 Minuten hinter Ihnen. Mehr Zeit haben Sie also nicht, um das abzuschießen, was die Kilrassi zu ihr rüberschicken. Brechen Sie sofort auf! Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Cobra? Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Aufgeschaltet. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Einsatzziele erreicht. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Alle Achtung, Sir. Aus? Alles bestens, Sir. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Halt
bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, Colonel, wieso hatten wir nie die Idee, Schiffe aus Stein zu bauen? Der Admiral gratuliert Ihnen jedenfalls. Sie können jetzt landen. Wir verduften nämlich und machen mal zur Abwechslung einen Probeflug mit unserem supergeilen Geschoss. Ich will kein Wort hören. Der Admiral hat Ihnen also eine Standpauke gehalten. Ja, wahrscheinlich sollte ich das sogar als Auszeichnung sehen. Er behauptet, nachlässige Kleidung bedeutet nachlässige Arbeit. Bitte entschuldigen Sie, dass ich nicht gleich zur Reinigung rannte, wenn ich ein Ersatzteil wechselte. Er legt viel Wert auf die Dienstvorschriften. Wenn alles vorbei ist, mache ich es mir zur Lebensaufgabe, an allen neuen Fliegern die Schrauben zu lockern, die im Besitz von Kerlen wie diesem sind. Ich mache mit. Reservieren Sie mir einen Schraubenzieher. Wollen Sie eine Eintrittskarte? Wofür? Für die Eröffnungsfeier meines Restaurants. Ich habe gehört, dass der Krieg schon bald zu Ende ist. Zünden wir erstmal das riesige Behemoth-Ding, haben die Katzen keine Chance, dann sind sie erledigt. Es hat eine Änderung im Führungskommando gegeben. Nehmen Sie es mir nicht übel, Sir, aber das überrascht mich nicht. Wir stehen kurz vor dem Einsatz unserer Wunderwaffe Behemoth. Deshalb habe ich beschlossen, selbst das Kommando zu führen. Das Schicksal der Konföderierten liegt jetzt ganz in meinen Händen. Nun, lassen Sie uns besprechen, wie alles abläuft. Wir haben vor, in das Loki-Sonnensystem einzudringen, um die Behemoth an Loki 6 zu testen. Dort ist der Standort eines kleinen Militärstützpunktes der Kilrathi. Der Planet Loki 6 wird von einem Quasar umkreist. Wie Sie bestimmt wissen, blockt der Quasar sämtliche Interstellarfunkverbindungen ab. Der Stützpunkt wird also nicht um Hilfe funken können. Und bis die Kilrathi ein Shuttle losgeschickt haben, werden wir bereits vor der Stadtgrenze Kilrath sein. Aber damit wir die Behemoth zu ihrem ersten Testflug abschießen können, ist ein bisschen Frühjahrsputz nötig. Ich möchte, dass Sie das gesamte Umfeld von Loki 6 säubern. Sie dürfen nicht ein einziges Schiff übersehen. Wir können keine Störung brauchen, wenn wir unsere Wunderwaffe bereitstellen. Haben Sie verstanden? Natürlich, Admiral. Tja, das... Flash? Ich denn da? Lösen und angreifen! Aufgepasst!
an, verwandtes Mitglied. Ihr erbärmliche Nachkomme von Affen. Erschreck dran, verwandtes Mitglied. Verwandtes Mitglied. Ich um meinen Sieg. Betrogen. Erstick dran, verwandtes Mistvieh. Ich bin eine Schande für mein Volk. Erstick dran, verwandtes Mistvieh. Wie sieht's aus? Nicht einen Kratzer. Verwandtes Mistvieh. Ja, was sehe ich denn da? Lösen und angreifen! Aufgepasst! Dran, verwandtes Mistvieh. Verwandtes Mistvieh. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Schick dran, verwandtes Mistvieh. Schlecht wie einen Saurier. Schlecht dran, verwandtes Mistvieh.
ich denn da? Lösen und angreifen! Aufgepasst! Schlecht für einen Saurier. Ich um meinen Sieg betrogen. Nicht schlecht für einen Saurier. Wie sieht's aus? Nicht einen Kratzer. Rächen mich! Erstick dran, verwanztes Mistvieh. Einsatzziele erreicht. Sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht so aus, als würde alles perfekt laufen, Colonel. Sie können landen.